Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zu einer weiteren traumhaften Folge Dreams. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Es ist auch natürlich ein Traum, dass ihr am Start seid und dass ihr hier immer noch Unterstützung gebt, Support gebt. Vielen Dank an alle, die das tun. Vielen Dank für das Interesse. Ich meine, Freunde, es ist jetzt auch gerade aktuell nicht die größte Spielauswahl. Ihr seht es ja selbst, es kommt einfach nichts raus. Es kommt einfach nichts raus, die ersten Monate. Es ist leider sehr, sehr grottig, die ersten Monate, außer Dragon Ball. Das hat natürlich gebockt, aber es ist halt ein Spiel bisher gewesen. Und das sieht irgendwie gefühlt für mich persönlich zumindest bis Pirate Warriors 4, und das kommt, glaube ich, Ende März erst, bisschen mau aus, ja? Oder kommt vorher noch Resident Evil? Ich weiß nicht. Aber ja, das erste Halbjahr, ja, ist nicht so der Überbringer. Freunde, ich würde gerne mit euch ins Avatar-Game reingucken. Das habe ich ja jetzt schon mehrfach angesprochen. Ihr könnt natürlich gerne mal in die Videobeschreibung gucken. Folgt mir gerne auf Instagram, war auf jeden Fall eine feine Sache. Und checkt auf jeden Fall meinen Partner Instant Gaming ab. Für das Gewinnspiel, auch natürlich für günstig Guthaben, PlayStation, Xbox, Nintendo. Auch dort findet ihr natürlich, was ihr so braucht fürs Zocken. Und natürlich auch dort vielen Dank an alle, die mich dort unterstützen. Wie oft will ich eigentlich dort noch sagen? Dort ist die Weltmap, ja? Dort ist das... Ja gut, ich lasse es lieber. So, Freunde. Avatar, der letzte Luftbändiger. Wer die Serie nicht kennt, hat den Trend verpennt. Richtig geile Serie. Ja, sehr, sehr nice. Zieht euch die rein. Ich glaube, das ist auf einen der beiden... Streaming-Plattformen Netflix oder Amazon, gibt es die aktuell? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, einer von denen plant auch eine Realserie, oder? Kann das sein? Oder verwechsel ich das gerade? Den Realfilm, den vergessen wir alle. Das ist wirklich einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe. Ja, leider. Es ist unfassbar. Allein der Darsteller, der Aang spielt, unfassbar schlecht. Oh Gott! Alter, schützt es mich direkt. Junge, war das schlecht. Aber die Serie, unnormal geil. Auch die Legende von Korra, sehr, sehr nice. Aber das Original Avatar gefällt mir noch ein bisschen besser. Guck mal hier, was haben wir denn hier? Wir haben das Moveset natürlich für die ganzen Elemente. Wir haben hier Wasser, zack, zack. So, wir haben natürlich Feuer, bam, bam, bam. Wir haben Erde, da passiert gar nichts, what the fuck? Warum passiert hier gar nichts? Erde, normal Attack, ach, gibt's noch nicht. Ach, guck mal hier, ist noch ein X. Ach so, der ist noch da dran. Ach so, okay, der hat erstmal Luft und Feuer gemacht und Wasser gibt's noch gar nichts. Erde gibt's zumindest Defense. Dann gucken wir nochmal kurz in die Controls, Freunde. Ganz kurz mal hier rein. Hier, genau. Interact, Block. Okay, mit R1 blocken wir. Das testen wir mal ganz kurz. Ah, okay. Okay. Alter. Was war das denn jetzt? So, dann habe ich gerade gesehen, wir können auch Momo steuern. Juppie! Also wie gesagt, Freunde, ich kann es euch nur empfehlen, wer da so ein bisschen mal drauf steht, auf solche... Ja, es ist nicht unbedingt ein Anime, weil das ja nicht von Asiaten gemacht wurde. Es ist jetzt auch nicht um der Anime-Style. Was ist das? Ist das ein Cartoon dann eher? Ist ja auch egal, es ist einfach eine geile Serie. Also wer die Serie auffühlt, so wie ich, kann auf jeden Fall gerne mal ein Däumchen nach oben lassen und den Leuten in die Kommentare ballern, dass die Serie wirklich geil ist und dass man sich das auf jeden Fall mal reinziehen sollte. Finde ich persönlich. Mir hat es damals extrem viel Spaß gemacht und irgendwie, yo, So, ist das so gewollt? LK Gaming, ist es so gewollt, dass wir hier durch die Gegend fliegen? Ich glaube eher nicht, wa? Kann das sein? Yippie! Yo, alles klar, ich glaube nicht, dass es so gewollt ist. Ja, wie komme ich denn jetzt zurück? Wie komme ich denn jetzt zurück? Kreation verlassen, das ist natürlich jetzt nicht so geil, wa? Na, guck mal hier, so, okay, gut, alles klar. Gut. Oh. Doppeljump? Ach krass! Wenn du das Element ausgewählt hast, macht er sogar den Doppeljump damit. Also auch für die Leute, die die ganze Zeit nur am Meckern sind über das Spiel. Ist ja okay, ihr müsst es ja auch gar nicht schauen. Aber Freunde, wie gesagt, es gibt halt einfach keine Alternative gerade. Wir haben ja nichts zum Zocken gerade. Guck mal hier, neue Modelle. Im Avatar-Modus. Kann ich den aktivieren irgendwie im Avatar-Modus? Ja, tatsächlich, Alter. Guck mal, die Umgebung verändert sich sogar. Nice. Gut, Alter. Oh, Appa ist so unnormal süß. Jetzt ist die Animation leider gespackt. Okay, jetzt geht's wieder. Alter, ist ja gut gemacht. Appa ist richtig schön getroffen. Das Charaktermodell hat er sehr gut gemacht. Auch Momo ist sehr nice gemacht. Nur halt der Junge sieht ein bisschen wie der aus dem Film aus. Und das, der sah, also, der sah nicht so gut aus. Der sah ein bisschen, ich will es gar nicht aussprechen eigentlich. Gut, also, das ist das Testlevel. Hier können wir natürlich ein bisschen unsere Fähigkeiten testen. Hallo?
guck mal hier. Also wie gesagt, das ist so eins der Videos zu Dreams, die ich gesehen habe, die richtig, richtig abgegangen sind von den Klicks her. Also über 1 Million Leute sind richtig ausgerastet, weil der LK Gaming hat halt gezeigt, wie er das alles entwickelt hat, wie viele Tage der gebraucht hat dafür. Und da sieht man schon, was für Arbeit da drinnen steckt. Natürlich, ey, wie gesagt, ich lese ja die Kommentare, manche reden da, ja, ich verstehe nicht, was soll daran so geil sein und so. Wenn ihr das nicht fühlt, ist ja auch in Ordnung, Alter. Nicht jeder fühlt es. Ich habe da auf jeden Fall Liebe für die Leute, die da Zeit investieren, Arbeit investieren. Natürlich darf man hier kein High-Class-Game erwarten, Alter. Das ist ja auch nicht mal deren Engine. Die haben ja das nicht von Grund auf gelernt. Vielleicht sind es auch Hobby-Leute, Alter, die sich da ein bisschen dran setzen, ein bisschen was basteln. Gib denen mal ein bisschen mehr Zeit, dann kann was richtig Geiles entstehen, ja. Also, ich finde es nice. Ich finde es nice auf jeden Fall für ein, zwei. Nee, das wollte ich nicht sagen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Für ein, zwei Videos mal reinzugucken in ein Spiel. Für 10, 20 Minuten finde ich das in Ordnung. Ist natürlich jetzt bisher nichts dabei gewesen, was mich jetzt Ewigkeiten fesselt, wo ich sage, Alter, das habe ich noch nie so krass gesehen oder sowas. Ich finde es trotzdem beeindruckend, weil ich den Gedanken dahinter sehr nice finde. Und natürlich, ey, wir sind natürlich Besseres gewohnt, aber hey, Freunde, es ist jetzt hier kein Spiel. Ich habe für das jetzt hier keine 60 Euro ausgegeben und sage, ey, ihr habt mich abgezogen, ihr Wichser und so. Was soll das, Alter? Das ist ja jetzt nicht der Fall. So. Ich gehe noch mal ganz kurz. Warte mal, nee, warte Option Exit, genau. Ich will noch mal kurz auf die Weltkarte gehen. Und mal hier die. Ach so, das ist das Tesla. Okay. Hier unten haben wir noch was. Leider hat man hier irgendwie keinen Cursor, wa? Jetzt. Oh, jetzt hat es. Okay. So. Gucken wir da noch mal rein. In die kleinen Abschnitte würde ich auch gerne mit euch reinschauen. Oh, mit Cutscene sogar. Nice. Respekt. Respekt. Und ich glaube auch für solche Games, also so eine Games, die so ein Kampfsystem haben, diesen kleinen Open-World-Gedanken haben und so weiter, ich glaube, die sind natürlich noch, was heißt ich glaube, die sind natürlich noch schwerer zu machen als kleine Minigames, kleine Deathruns, kleine, wir hatten ja beim letzten Mal das Murmelspiel und so weiter. Das ist natürlich, das kann man schneller mal in solchen Spielen machen. Ja, das unterscheidet sich dann natürlich nicht so großartig von anderen Spielen, von anderen Indie-Games, die schon draußen sind, veröffentlicht wurden für kleines Geld. Das kann man natürlich leichter hier in so einem Baukasten nachbauen als so Open-World-Games oder Action-Games und so weiter. Das ist natürlich immer eine andere Baustelle. Da. Da kann man halt schon eher den Qualitätsunterschied feststellen zwischen Dreams, Levels und natürlich fertiggestellten Spielen von richtigen Entwicklern. Das ist ja natürlich klar, das ist ja wohl offensichtlich, aber das versteht ja jeder mit ein bisschen Grips. Das, ja, denke ich, sieht man ja auch. Weil das Murmelspiel, wie wir das beim letzten Mal hatten, arbeitet dann auch ein bisschen fester dran, fester wahrscheinlich, ein bisschen mehr dran arbeiten und dann kann man es locker als Indie-Game für den Film raushauen, wenn es gut ausgebaut ist, einen angemessenen Umfang hat. Warum nicht? Alter, das ist sogar der Anfang des Spiels, Alter, du paddelst hier entlang und befreist Aang in seiner Eisbubble. Ich würde mal gerne wissen, ob er die anderen beiden, dessen Namen natürlich ich jetzt wieder nicht parat habe, weil ich schon wieder einen Namensblackout habe, wie man mich halt kennt, ob er die auch nachbaut. Wie hießen die denn? Wie hießen die Geschwister? Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Ich und Namen. Das ist ganz schrecklich, ey. Wunder, dass ich Momo noch weiß, den Namen. Und Appa. Wo ist Appa, Alter? Das ist ohne Witz. Appa ist so ohne mal süß, oder? Da hätte ich gerne eine Figur. Oh, Alter! Yippie! Alter! Iron Man Style. Ja, bei Wasser und so. Und Erde hat er noch nicht. Sieht man ja. Sehr schön. Können wir hier noch irgendwas erkunden oder so? Ist auf jeden Fall. Ach so, das ist schon das Ende. Daumen hoch, natürlich. Hab ich den Daumen hoch jetzt rausgenommen? Ich weiß gar nicht. Sehr schön. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht von. Muss ich sagen. Ich würde aber gerne trotzdem nochmal kurz in das andere, in die andere Zone gucken. Hier oben nämlich. Das ist natürlich sehr ambitioniert.
Ist natürlich ein sehr ambitioniertes Projekt, oder? Ich hätte natürlich, vielleicht wäre es besser gewesen, hätte er sich erstmal auf eine Sache konzentriert. Aber er bietet halt direkt von Anfang an ein paar mehrere Levels hier an. Zumindest ein paar kleine Abschnitte. Ey, Appa hat er so gut getroffen. Ich kann es nur nicht, oft genug sagen. Ist sehr schön getroffen. Ehrlich, Respekt. Und Momo auch, sieht sehr gut aus. Sieht sehr, sehr gut aus. Okay, hier kann man nichts großartig machen. Na gut, okay. Wie gesagt, das ist eins der Spiele, die mir auf YouTube sehr viel empfohlen wurden, die Videos zu diesem Spiel. Und ja, ambitioniertes Projekt. Ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Das können wir auf jeden Fall mal im Auge behalten. Ich habe gesehen, er arbeitet auf jeden Fall noch weiter dran. Viel Erfolg weiterhin. Sieht sehr cool aus bisher. Und jetzt würde ich natürlich gerne zum Abschluss, damit das Video nicht doch zu kurz ist, können wir nochmal kurz in ein Spiel reinschauen. So, warte mal. Meistertraum, Arzttraum. Was haben wir denn noch nicht ausprobiert? Was ist das denn hier? Das ist schon. Achso, das ist von Media Molecule. Komm, ich spiele das mal. Fortfahren. Ach, da habe ich schon mal reingeschaut. Doch. Ach, stimmt. Ja, können wir nochmal reinschauen. Gemeinsam. Habe ich das in einem Video gehabt? Ich weiß gar nicht. Hatte ich das in einem Video? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es auch ein kleiner Death Run. Oh Gott, ich dachte, ich störe jetzt schon ab. Siehst du, das meine ich halt. Solche Levels kannst du natürlich schneller mal machen. Oh, Alter, ich bin Profi, Junge. Oh, okay, alles klar. Ich habe mein Maul zu weit aufgerissen mal wieder. Man kennt mich halt, wa? Oh, ich hätte direkt rechts rüberspringen können, aber ich war zu feige. Für die Münze. Yeah, oh, ich bin der heftigste Junge. Woo! Wer kann meinen Rekord berechnen? Ey? Niemand. No risk, no fun. Ach, das ist. Oh, da darf ich nicht drüber latschen. Okay, alles klar. Ich dachte, ohne Scheiß, ich dachte kurzzeitig, das sind so Beschleunigungsblocks. Ich weiß nicht warum, aber. Yippie! Oh, komm, geh weg. Weg. Keine Zeit. Boah. Und Ziel! Und? Das ist doch Weltrekord, oder nicht? Nee, nicht noch einmal. Übrigens, Freunde, an der Stelle, wenn ihr selber hier in einem Spiel was macht, na, und irgendwie was in Richtung Swordman macht, ihr kennt ja meine Figur, ist jetzt nicht so dauerhaft präsent bei mir in den Videos und so weiter, weil, ja, es hat Gründe halt, aber ihr kennt ja die Figur Swordman oder den Granaten-God-Johnny, die Granaten-God-Johnny-Variante, wenn das jemand hier im Spiel nachbauen würde, nur das Charaktermodell, und wenn es noch so schlecht in Anführungsstrichen gemacht ist, ey, sagt mir Bescheid, ich guck's mir an, ja, ich guck's mir an. So, Freunde, ein Deathrun-Spiel machen wir noch. Ich muss mit ihm flüchten, mit meinem kleinen Wichtel. Oh! Okay, das ist hier der Indiana Jones Simulator. Nur diesmal rennen wir den Felsbrocken entgegen. Ich habe nämlich gar keine Angst vor, ne? Gar kein Problem. Zack, Junge, erstes Level abgeschlossen. Komm, let's go, Mann. Ich bin der Allerbeste. Komm. Oh Gott. Guck mal, hier rechts ist ja gar nichts. Oh Gott. Oh! Oh, Alter, das ist ja unfair. Trotzdem, ich bin einfach der Beste. Was soll man dazu sagen, wa? Die können mich überhaupt nicht aufhalten. Dem ich den Felsbrocken, ne? Da muss ich rechts durchbrechen. Zack, Alter. Da kommen halt meine alten Stürmerzeiten hoch wieder, weißt du? Zu viel Captain Tsubasa gesehen. Ey, Junge, ihr könnt mich gar nicht aufhalten. Das ist Weltrekord. Das muss Weltrekord sein. Das war's schon. 3 Level nur. Das ist ja Weltrekord, Freunde. Jetzt mal ernsthaft. Oder? Okay, so, Freunde, wir haben uns jetzt das Avatar-Game reingezogen. Wie gesagt, es hatte sehr gute Bewertungen und ich muss sagen, mir gefällt es bisher. Ist natürlich noch nicht, bei weitem noch nicht fertig. Das können wir gerne mal im Auge behalten, wie ein paar andere Sachen, zum Beispiel das Batman-Game, was wir schon angezockt haben. Ich weiß ja nicht, ob da auch dran gearbeitet wird noch. Lasst mich gerne wissen, falls ihr das wisst. Ansonsten, beim nächsten Mal machen wir so einen kleinen Mix wieder. Gucken wir uns mal ein paar Sachen an, vielleicht wieder mit Themenvorschlägen von euch. Und ansonsten, Freunde, lasst gerne ein Däumchen da, wenn ihr noch ein bisschen mehr sehen wollt. Ansonsten, Freunde, danke fürs Zusehen. Haut rein und tschüss.